Ein Segway als ein elektrisches Gefährt, den zwei Räder hat, die parallel stehen, die selber Gleichgewicht hält. Muss ich einfach drauf klammern und dann geht es schon los. Für mein Segway zu fahren, muss ich das Gleichgewicht nicht selber machen, das möchte die Maschine schon selber. Für sich fortzubewegen, muss ich alles mit dem Körpergewicht machen, bei denen sich nur für Gas zu gehen, bei denen sich noch für zu bremsen. Ihr Leute fortfahren bei so einer Tour, können sie relativ sicher gewissen, wie ein Segway eins geht. An 2-3 Minuten können sie das selber probieren, um Segway eins zu gehen. Sie können nur einen Helm geben, dann fahren wir auf der Tour, und man denkt, dass die gedrosselt ist, wo wir ein bisschen mehr losfahren. Nur ein paar hundert Meter bleiben wir dann alle gut zusammen stehen, und wir machen einen kleinen Slalom-Parcours, wo die Leute ein bisschen mehr Agilität kriegen, für die Not dann wirklich flott um Tour, mal länger wie das bis zu 20 km pro Stunde flott unterwegs. In der Stadt fahren wir über den Grund, Petrusthal, Rob an Villot, bis bei der Palais Knödler von Riva über Trottbreck auf der Kirchbirsch bei Mudam. Und da fahren wir durch am Rob an den Grund, wo wir dann die Tour aufschließen. Für sich umzumelden, kann ich das über den Internetseite machen, mobilbord.lu oder bei einem von unseren Partnern, den Luxemburg City Tourist Office, da kann ich sie dann auf der Platz kaufen, die Plätze, oder bei einem anderen Partner, beim Petrus Express Guichet auf der Place de la Constitution, bei der Gueule Fra. Super. Hauptsächlich, wenn es kommt, hört hier drüben. Ja, wunderbar. Also ich meine, das ist nach mir wie ein Kehr. Das heute, das ist wirklich flott und das ist auch einfach. Also das, ich meine, jeder kann das machen. Am Anfang hatte ich das immer wackelig fand, mir das dauert 5 Minuten vielleicht und dann meint den, hat er nie etwas anderes gemacht. Das war ziemlich agreabel und da kannst du mit dem Segway eben die Stadt von einer ganz anderen Perspektive entdecken.